Willkommen zu einem neuen Tutorial von den Minecraft Monkeys. Diesmal werde ich euch zeigen, wie ihr in Logisim, aber keine Angst, das was ich hier zeige, kann man genauso in Minecraft bauen. Also ist alles dasselbe wie hier. Die ganzen nötigen Videos zu den kleinen Schaltkreisen hier findet ihr auch in der Beschreibung. Ja, heute werde ich euch zeigen, wie ihr eine 8-Bit-dezimale Zahl, also eine dreistellige dezimale Zahl nach binär kodiert. Also dass die Zahl, die ihr eingibt, am Ende binär rauskommt. Viel nötig ist dazu nicht. Was ihr in Logisim braucht, ist eine Tastatur, wo ihr die Zahlen eingibt. Ihr könnt es auch mit Knöpfen oder sonst was machen. Ich werde es jetzt einfach mal mit einer Tastatur zeigen. Die ist natürlich ASCII. Das bedeutet, wenn ich hier eine Zahl eingebe, kommt die hier raus. Und zwar, das sind die letzten 4 Bits sind die Zahl. Und es wird immer nur die Zahl angezeigt, die vorne liegt. Das ist also hier die 2, die liegt vorne. Die letzten 4 Bits schauen wir uns an. Und da sehen wir 0010. Das wäre eine 2. Er sagt uns natürlich 50, weil er die vorderen 3 Bits noch mitrechnet. Wollen wir aber nicht mitrechnen, weil wir zapfen hier nur die ersten 4 Bits ab. Da steht immer die Zahl. Wenn ich takte, steht jetzt hier die 5, weil die 5 näher dran ist. Hier steht natürlich 53, aber hier wird die 5 erscheinen. Nochmal takten, wird hier noch eine 5 erscheinen. Und nochmal takten, wird hier noch, ja, wird jetzt eine 0 erscheinen. Ist ja auch klar. So, wie funktioniert es? Ja, wir nehmen die ersten 4 Bits und ihr seht, die Linie hier wird dick und schwarz und die geht immer, die Zahl geht immer zu 3 Registern. Diese sind 4 Bit groß. Wer hätte es gedacht? Ja, also jedenfalls diese hier zu jeweils 3 Registern, die 4 Bit groß sind. Und am Takt ist ein Zähler angeschlossen. Das bedeutet, wenn ich takte, steigt er auf von 0 auf 1, von 1 auf 2. Und ich habe hier eingestellt, dass er beim Höchstwert 2 neu startet, also wieder auf 0 gesetzt wird. In Minecraft kann man das natürlich auch einbauen. Wenn die zweite Line an ist, einen Takt abwarten und dann wieder zurücksetzen. So jedenfalls haben wir dann den Zähler geregelt. Ihr könnt ihn nochmal kurz anschauen. 1, 2, 0. So, der Ausgang vom Zähler ist 2 Bit breit. Also wir brauchen nur 2 Bit. Und bei der 0, wenn hier 00 steht, ist das erste Register freigegeben. Das hier oben, wenn da 0, wenn der erste Bit an ist, also der 0. Bit hier, ist das zweite Register freigegeben. Und wenn die 2 da steht, also so, dann ist das dritte Register freigegeben. Was bedeutet, dass die erste Zahl, machen wir mal 2, 3, 5. Jetzt würde hier eine 2 stehen, hier eine 3 und hier eine 5. Da steht die 2. Dann kommt hier die 3. Und hier unten die 5. 2, 3, 5. Das wäre jetzt die 235, die wir hier oben eingegeben haben. Diese sind in den Registern gespeichert. Wie gesagt, der Zähler schaltet immer die Register frei. Zuerst das hier, dann das hier, dann das hier. So, und wie rechnet man jetzt denn dezimal nach binär um? Ist ganz einfach. Wir haben also nur maximal 3 Stellen. Die höchste Stelle ist die 100er Stelle, die in der Mitte ist die 10er Stelle und die da unten ist die 1er Stelle. Bedeutet, wir haben hier also jetzt eine binäre 2 drin. Wir erweitern es auf 9 Bit. Warum erweitern wir es auf 9 Bit? Ist in Logisim so, weil der an der Ausgabe immer das Zweierkomplement mitrechnet. Sprich, wenn da 255 stehen soll oder alles über 127, wird euch eine Minuszahl ausgeben. Nicht so schlimm, wir erweitern einfach alles danach auf 9 Bit. Deswegen den Bit hier oben können wir aus 8 lassen und uns interessieren nur die hier. Ja, also wir erweitern es auf 9 Bit, deshalb steht hier jetzt die 2. Also in einem 9 Bit Strang ist in Minecraft auch ziemlich simpel, einfach nur 9 Nullen hinzufügen. Ne,
4, minus 5 Nullen hinzufügen. Hier unten steht dann die 3 und hier unten die 5. So, die erste Zahl, die hier oben rauskommt, die 2, bei 235 rechnen wir mal 100. Hexadezimal ist es die 6, 4, 6 mal 16 plus 4. Also 2 mal 100 ist 200. Dann die Zahl hier unten, die 3, rechnen wir mal 10. Das ist eine Hexadezimal A, also die Konstanten in Logik muss man immer Hexadezimal angeben. Jedenfalls diese 3 wird mal 10 gerechnet und hier raus kommt 30. 200, 30 und hier ganz normal weiter einfach nur die 5. Jetzt sollte jedem einleuchten, was wir jetzt nur noch machen müssen, und zwar alles zusammen addieren. 200 plus 30 ist 230 und 230 plus 5 ist 235 und genau diese haben wir hier vorne eingegeben. Jetzt steht hier die 235. Wenn ich das alles auf 8-Bit machen würde, dann würde hier irgendwie da stehen minus 50, minus 40, was weiß ich. Und nicht 235. In Minecraft brauchen wir das nicht, weil wir in Minecraft selbst entscheiden können, ob wir das Zweierkomplement verwenden oder nicht. Hier wird allerdings immer das Zweierkomplement automatisch angegeben. Wenn man es nicht irgendwo deaktivieren kann, weiß ich gerade nicht. Ja, jedenfalls, kurze Erklärung nochmal. Die Zahl. Diese 4-Bit-Zahl, die an der Tastatur rauskommt, also mehr brauchen wir nicht, wir brauchen nur die Zahlen 0 bis 9, werden hier eingespeist. Der Zähler bestimmt, dass zuerst das oberste Register, also die erste Zahl, die eingegeben wird, wird in das obere Register geschrieben, 1 hier rein, die 1 liegt auch jetzt hier an. So, die 4 kommt in das zweite Register, weil der Zähler 1 weitergesprungen ist. Und die 5 ins letzte, weil der Zähler wieder 1 weitergesprungen ist. Dann erweitern wir alle Register auf 9 Bits, zumindest in Logisim. In Minecraft könnte man es auch anders regeln, und zwar einfach nur die anderen Bits auslassen. Hier braucht Logisim aber irgendwo ein Argument, wie viele Bits das sind. Das erste Register, hier das oberste, auf das der Zähler zuerst zeigt, wird mal 100 gerechnet. Das zweite mal 10, das dritte mal nichts, also gar nichts, einfach nur dazu gerechnet am Ende. Dann addieren wir alle drei Ergebnisse zusammen, hier in dem Fall 100. 1 mal 100 ist 100, 4 mal 10 ist 40. Zusammenrechnen sind das 140 plus die 5 hier unten sind 145. Jupp, das war's eigentlich. Mehr habe ich nicht zu sagen. Man kann es natürlich auch mit 16-Bit machen. Dann müsste man es hier jetzt halt auf 17-Bit erweitern. Ist mir egal, ihr könnt es auch mit Minuszahlen machen, aber es ist doof, wenn man hier 255 eingibt und rauskommt eine Minuszahl. Will ja keiner. Ups. So. Bei 16-Bit hat man aber maximal eine fünfstellige Zahl. Das heißt, das erste Register wird mal 1000, mal 10.000 gerechnet. Das zweite mal 1000, das dritte mal 100, das vierte mal 10 und das letzte gar nicht. Das muss man einfach nur am Ende dazu addieren. Wie man die Sachen zusammen addiert, sieht man hier einfach nur. Verschiedene Adder nacheinander, ups. Ob ihr jetzt erst den und den zusammen addiert, ist völlig egal. Beim Addieren ist ja eh egal, welchen man zuerst addiert. Hauptsache am Ende kommt das Richtige raus. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Viel Spaß. So könnt ihr in Minecraft zum Beispiel richtig schöne Taschenrechner bauen. Mit schönen Knopfeingaben. Es wird auch gar nicht mehr so groß in Minecraft. Ich meine, das Größte hier wird der Multiplizierer. Die Erweiterung können wir uns so gut wie fast sparen in Minecraft und dann noch ein paar Addierer. Fertig. Außerdem müssen wir hier nicht die ASCII-Sachen abklemmen, was wieder ein Stück kleiner wird. Die Kontrolllogik hier ist auch nicht so riesig. Viel Spaß beim Rumexperimentieren, viel Spaß beim Bauen. Ich hoffe, ich konnte helfen. Ich bitte um Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.